Einen beschissenen guten Morgen. Es ist viel zu früh. Ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich fahre jetzt nach Stuttgart. Dann treffe ich mich mit den Jungs. Dann fahre ich nach Basel. Ich habe absolut keine Ahnung, was das alles soll. Das ist, wir hatten gerade ein sehr wichtiges Meeting. Wir haben uns gerade mit allen Leuten nochmal getroffen. Nico und ja, also man muss wirklich sagen, dieses Geschäftsmeeting, das wir da letztens hatten, und die Dienstreise hat uns einfach so eine extreme Energie und Balance in unserem Leben gegeben, genau, dass ich die auch Ron nicht freut. Hallo? Perfekt. Ja. Wir gehen ein bisschen einkaufen. Wir müssen hier lang, Jungs. Alles klar. Kennst du das nicht, wenn der Schuh halt muss mal kurz so aus. Der muss kurz auslüften. Will da jemand ein Foto mit uns? Ja, Mann, let's go. Was hast du berufen, Mann? Ich zünde gerne mal den ein oder anderen Tornado. Alles klar, danke dir. Gerne. Wir stellen uns jetzt eine Stunde beim Louis Vuitton Store an, ja, damit wir einfach mal so ein bisschen gucken und wieder rauskommen. Ja, lass uns aber so wie es alle eigentlich lass machen. Lass uns nichts kaufen, lass uns bitte nichts kaufen. Wir gehen uns jetzt noch ein paar Sachen kaufen. Wer stellt sich da an, jetzt mal ehrlich? Vor allem kann man noch einen Termin da machen, oder? Ich kenne da jemanden, der sich da anstellt. Wunderschön hier, wunderschön. Die Jungs, das sind sau heftig, oder? Die sind wirklich richtig, richtig geil. Ja, genau. Der ist der heftigste. Wenn du dir den holst, dann hast du es geschafft. Oh, ich würde mir damit sogar zwischen die Beine treten lassen. Das ist eine mega nice Idee hier gewesen. Ich hau einfach ein Loch ins Fenster und dann packe ich meinen Klimaschlauch da raus. Arschgeil, Nummer, Mann. Gut gemacht, Jungs. Spendi, Mann. Hi. Hey, wie geht's dir, Alter? Mir geht's gut, und dir? Safe. Wollen wir schon mal was sehen? Ja. Jungs, macht ruhig. Wie viel willst du haben? 940. Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben, ja? 910. Vom Stand besser oder mit Anlauf? Ich würde schon so einen Schritt machen. Einen Schritt? Ja. Also so? Wird nicht mal 800. Ja, Das war gut. Ich liebe mehr. Scheiß drauf. Nein, nochmal, nochmal. Ich muss. Ey, irgendwie ziehe ich die Kraft wieder zurück, Digga. Aha! Hör zu. King Kong oder was? Ich bin King Kong, Digga. Digga, wer hat das angesprochen? Also, gib mir einen mit Handschuh, ich zieh 900. Okay. Ron, mit Handschuh 900. Das will ich sehen. Plus, man muss aber auch sagen, warte, wie viele Tornados hat er intus? Drei Tornados? Fünf Tornados. Rein. Ich hab falsch getroffen. Ja, ja, ich hab falsch getroffen. Ja. Der daneben getroffen. Gleich nochmal. Oh. Schade. Wir haben einen noch mit richtig viel Elan. Okay. Der dritte, alle guten Dinge sind drei. Ah, schlecht getroffen. Oh, der war richtig laut. Nee, irgendwie. Hä? Woran liegt das? Das Ding ist kaputt. Das Ding ist wirklich kaputt. Warte, lass das Ding mal abkühlen kurz. Abkühlen, sagt er. Ey, das kannst du jetzt echt nicht sein. Geht nicht auf, der Mann. Wenn der jetzt nicht 900 ist, dann weiß ich auch nicht. Also Ron verwechselt gerade die Schläge hintereinander mit einem Tornado. Oh, jetzt geht's los. Also genau das kenne ich eigentlich nur. Oh. Das kann doch jetzt nicht sein. Alter Ron, alles gut bei dir, Bruder. Bring dir mal ein Bier. Was ist das? Bring mir ein Tornado jetzt aber hier richtig hin. Haben wir hier was? Ey, was ist das für ein Automat? Guck mal, jetzt einmal damit. Perfekt! Guck mal jetzt! Ich raste aus! Ich raste aus! Okay, scheiß drauf, Alter. Okay, tu es! Alter! Der muss mit mehr Schwung haben. Ja, einfach Gomatra-Schlag. Junge! Junge! Wie? Wenn ich noch einmal besser treffe? Ey, Lanzo, du musst mal ganz kurz, du musst echt sehen, wie pass auf. Sepp schlägt, bitte. Sag mal, schau meine Technik an, okay? Man kann ja so schlagen, aber so. Ernst. So machst du viel mehr Punkte. Guck. Digga, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ja, ist echt nicht schlecht. Du musst einfach nur. Du schiebst es einfach rein. Hast du 900 damit geschlagen? 900 glaube ich nicht. Gib mal den anderen Handschuh mit. Aber 871 ist gut. Das war ein guter. Ja. Ich hab's so scharf wie 850, glaube ich, hab ich gerade gemacht. Handschuh ist schon wesentlich angenehmer. Ja. Ja. Aufwärmung. Oh, Junge! Ach du Scheiße, Bro, was ist denn jetzt passiert? Jetzt im Anlauf. Verletz dich nicht. Oh, der war gut. Ja! Wer ist der?
Yo, ich bin's, Tim! Okay, pass auf, ich zeig euch jetzt ganz kurz. Pass auf, du kannst so schlagen, ja? Ja, aber. Und du denkst, es ist stärker. Mhm. Aber wenn du Zeit hast, in der Schlägerei den Hammer rauszuholen, dann holst du ihn raus. Schaut. So ist normal. Klar, so kann man natürlich schlagen. So. Aber das will man natürlich nicht, weil. Das ist 800 oder sowas. Ist in Ordnung. Probier besser nochmal. So, und jetzt. Wenn du jetzt hier mitschlägst, dann kommst du an Werte ran. Das ist Olympia, ja? 50 mehr? So, das reicht. So viel schaffst du nicht nochmal. Hä? Der hat dich rausprovoziert. So viel schaffst du nicht noch einmal, sagt er. Mein Gott, der jetzt zieh ich den Handschuh an. So, wer hat Unrecht? Ich hab zwei mehr. Ja. Neuer Weltmeister. Ja. Halt dein Maul. 300 Meter kopflos. Ja. Lass was trinken, komm. So, falls euch jetzt fragt, was Anlass dieser Reise nach Stuttgart ist, Nico. Das ist dein Kollege. Nico und ich fahren gemeinsam in die Schweiz und Nico hat sich da ein Wohngeschäftshaus gekauft im Wert von mehreren Millionen. Das werde ich gleich als Bausachverständiger begutachten. Spendi legt später Fliesen und dann haben wir die Putze. Fliesen? Genau. Nur weil ich Albaner bin, oder was? Nee, weil du Fliesenleger gelernt hast, oder? So, wir haben jetzt einen entspannten Rastplatzaufenthalt eingelegt. Entspannend! Sehr, danke dir, Dicker! Sehr entspannend. Wir haben beide 10.000 Euro im Casino verloren. Das war hier gerade so ein Casino auf der Autobahn. Da haben wir gedacht, da machen wir noch ein paar hunderte Spins auf verrückt. Ja. Das Ganze war dann weniger entspannt. Wir wollten eigentlich jetzt in die Schweiz. Das Geld haben wir jetzt nicht mehr. Wir fahren zurück. Aber das Gute ist, wir haben gerade beide noch einen Tornado gezündet. Demnach ist die Stimmung auch super. Genau, wir haben beide gerade einen Wodka-Tornado uns reingehämmert. Ganz genau, so sieht's aus. Und fahren aus. Jetzt rotzebesoffen zurück nach Stuttgart. Absolut. Let's go! Okay, let's go! Okay, wir sind jetzt kurz vor der Schweiz. Grüße geht raus an alle Lörracher. Ich wusste gar nicht, dass eure Stadt wirklich komplett fast Schweiz ist und links daneben ist Frankreich. Nee, du hast noch ein bisschen Platz, Bro. Du kannst noch ein bisschen vorfahren, sag ich mal. Hallo! Hey! Entspannend! Schade, Mann, wirklich, wie wir behandelt werden. Als wären wir... Hey, wir sind genauso Schweizer wie ihr im Bluttree. Digga, wieso dürfen die Hochhäuser bauen? Hey, wegen dir bin ich falsch gefahren! Och, armer Nackeugem, Alter! Mann! Digga, hier schießt die ganze Zeit jemand. Hier sind so Schießereien in Basel. Da vorne ist Feuerwerk, hier sind gerade so Leute mit einem Messer über die Straße gelaufen. Hey, da ist einer übel weggerannt. Hier stimmt irgendwas nicht. Da können wir dir vertrauen. Digga, hoffentlich werden unsere Organe jetzt so sauber rausgeschnitten. Oh Gott, Digga, das ist ja nicht normal hier, Alter. So, wir gehen jetzt erstmal was trinken. Dann will ich die Kamera nicht mitnehmen, weil... Ja. Ach, die Klappe ist offen. Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Facto gestaltet es sich jetzt so, dass ich von gestern, abseits von diesen zwei Instagram-Stories... Hey, lass uns doch beim Regen mit dem scheiß Cabrio fahren! Keinerlei Aufnahmen mehr habe. Es war dann doch relativ lang. Es war 4 Uhr, als wir im Bett gewesen sind. Unser Geschäftsmeeting gestern Abend in der Schweiz lief dementsprechend gut. Wir haben auf jeden Fall... Wenn hier noch heute noch ein, zwei Sachen passieren, die mich reizen, dann raste ich hier komplett aus, Digga. Es ist unglaublich, was hier für eine Scheiße abgeht. Stellt euch vor, ihr wollt euer E-Auto laden. Stellt euch vor, es ist 1. August und es hat 10 Grad, Digga. Scheiß drauf, Aber Digga. Aber es geht nicht, weil ihr kein Internet habt. Oder stellt euch vor, ihr wollt pissen. Aber es geht nicht, weil ihr nicht mit Karte zahlen könnt. Das kostet Geld. Na, jedenfalls war unser Geschäftsmeeting gestern sehr entspannend und haben auf jeden Fall den ein oder anderen Geschäftskontakt da zugewonnen. Geknüpft hat es auf jeden Fall, sehr gut funktioniert. Und das war's mit einem super inhaltslosen Vlog. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch die Scheiße reingezogen. Ciao. Entspannend. Entspannend.